Geier hat er auf dem Hügel unter der alten Eiche auch seine letzte Frau begraben. Ein hungriges Wildschwein hatte ihn dabei beobachtet. Nun saß er alleine in der Grotte. Wild fuchtelnd scheuchte er den Qualm aus dem Lager. Seine Augen brannten. Böses verzerrte ihn. Es trieb in seinen Gliedern auf und ab. Seine Zähne klapperten. Er zitterte am ganzen Körper. Müde hob er die feine Elfenbeinflöte und setzte sie mit geschlossenen Augen an seine schuppigen Lippen. Gaia, ich nenne ihn Gaia, weil er keinen Namen hatte. Weil zu dieser Zeit Namen noch nicht gegeben waren, wusste er nicht, was er war. Aber die Sippe wusste, wer er war. Er war der, der das Recht hatte. Und als erster die Wahl und als letzter die Tat, wenn er nach einigen Tagen der Jagd vor allen die Grotte betrat, jubelten sie vor Freude. Die jungen Mädchen, die in ihren Träumen Gaia verwöhnt und liebkost hatten, liefen ihm, der sie alle kennen durfte, entgegen, um sich ihm hinzugeben und ihm das Lachen auf das müde Gesicht zu zaubern. Sie zerrten ihn in die dunkelste Ecke der Grotte, in dem Gemächer der Lust und Erneuerung. Doch Gaia trieb sie diesmal fort. Die Hetzjagd und das Schleppen der Beute hatte seine Kräfte geraubt. Er wollte nur noch schlafen. Die Kräftigeren seiner Gefolgschaft witterten ihre Chance. Mancher, der glaubte, sich schon mit Gaia messen zu können, aber noch nicht den Mut der Tat in den Adern verspürte, suchte die Gelegenheit. Als Gaia träumte, den größten und wildesten aller Mammuts den tödlichen Stoß versetzt zu haben, wurde er von lautem Geschrei geweckt. Er war sofort hellwach. Er hatte einen leichten Schlaf. Die Mitglieder des Clans schrien und sprangen verzweifelt hin und her. Die Älteren saßen starr am Feuer. Die Älteste jammerte kraftlos. Mit dem leblosen Leib eines kleinen Jungen in den Armen rannte jemand von einem zum anderen und zeigte mit entsetztem Gesicht und verzweifeltem Geschrei auf den entstellten Körper. Das Kind atmete nicht mehr. Seine Augen waren verdreht und blutunterlaufen. Seine Haut befleckt, verletzt und zersetzt. Auf dem kleinen Körper klebten verschmiert und festgetrocknet Überreste von Erbrochenem. Die jungen Männer der Sippe fuchtelten mit ihren Speeren und mit lodernden Fackeln, trauten sich aber nicht vor die Grotte. Das unbekannte Tier, das das Kind getötet hatte, konnte noch da sein. In den nächsten Tagen griff das unsichtbare Ungeheuer jeden an. Zuerst die Kinder, dann die Alten und dann die anderen. Gaia hatte sie alle begraben. Nun waren sie alle fort. Er saß vor dem Feuer,
und blies seine Seele in die Flöte. Er wendete sich kampfbereit, doch ein Gefühl, das er nie zuvor hatte, lähmte ihn. Sein Kopf bedeutete ihm, dass er das Ungeheuer besiegen könnte. Er hatte doch bis heute alle wilden Tiere besiegt. Aber dieses unheimliche Gefühl der Schwäche und Leere. Er merkte, dass etwas sein Innerstes verzerrte. Seine Muskeln erschlafften allmählich. Etwas in seinem Bauch ließ ihn ahnen. Diesmal würde er verlieren. Dass es einen Feind gab, dem selbst er nicht gewachsen war. Es muss das größte aller Tiere sein, dachte er. Er spürte schon den heißen Hauch des Ungeheuers in seinem Gesicht und seinen frostigen Griff am ganzen Körper. Unsichtbar versetzte ihm der Feind einen heftigen Schlag auf den Kopf. Jetzt gab es niemanden mehr, der die sieben leisen Töne seiner Flöte hätte hören können. Niemanden in der Grotte, niemanden auf der ganzen Welt, dem das Lied ein Zeichen gewesen wäre. Hier sind wir und nicht ihr. Aber wie es bei euch ist, ist es auch bei uns. Ein Wolf entdeckte Gaia in der Grotte, in den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Sein lebloser, fürchterlich gekennzeichneter Körper lag neben der Asche der Feuerstelle, in die seine Flöte gefallen war. Der Wolf schnupperte vorsichtig an Gaias Gebeinen. Sein Nackenfell richtete sich auf. Den Schwanz zwischen den Beinen scheute er langsam zurück. Das unsichtbare Ungeheuer stieß immer noch seinen unheilbringenden Hauch aus. Der Bach mündete schnell im Fluss und übergab die Nachricht, die auf verschlungenen Wegen um alle Botschaften des Stroms und seiner tausend Kinder angereichert, sich mit der ewigen Geschichte der unsterblichen Ozeane und Wolken vereinigte. Gaia ist tot! Die vielen haben überlebt! Das war Gaia.
Kopflos rannte das Huhn aus der Küche und Raphael ließ das Messer fallen. Aus dem gekürzten Hals schoss das Blut wie aus einem losgelassenen Gartenschlauch, rhythmisch, heiß wie ein Geysir. Er sah zu, wie das flüssige Organ über den hellblauen Teppichboden des Wohnzimmers verteilt wurde und musste lachen. So viel Blut aus einem so kleinen Körper. Dann blieb das Tier plötzlich stehen, als müsste es über die Richtung nachdenken, die es als nächstes einschlagen sollte. Raphael hielt den gefiederten Kopf in der Hand, hob ihn ein wenig, blickte in die runden, erstarrten Augen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du musst nicht nachdenken, Kleines, du landest im Kochtopf. Daraufhin fiel das Huhn neben dem gläsernen Couchtisch einfach um. Kein frisches Ei mehr zum Frühstück, dachte Raphael. Als kleiner Junge hat er tausendmal Mama beim Schlachten beobachtet. Nie hat es ein Huhn geschafft, ihr zu entkommen. Mama hatte immer alles fest im Griff. Sie hatte Miguel, der für Albastar in Zürich zu tun hatte, gebeten, ihrem Sohn was Frisches aus Huelva mitzunehmen. Ein Huhn. Jetzt ist es tot, Mama. Raphael kamen die Tränen, so heftig schüttelte es ihn. Manchmal begegnete Diana dem schüchternen Webdesigner in der Firma. Sie fand Raphael nett. Seine braunen Augen, sein weiches, sanftes Schweizerdeutsch. In einer Mittagspause saßen sie in der Cafeteria zufällig am selben Tisch. Vermisst du die spanische Küche nicht? Hatte sie ihn gefragt. Und ob er mal was Spanisches kochen würde. So hatte sie sich eingeladen. Alles sollte spanisch werden. Feurig, scharf, mit Huhn, Wein, Flamenco und wer weiß. Am Samstagabend, im fünften Stock vor der Wohnung angekommen, fand sie die Tür einen Spalt geöffnet. Ein seltsames Knistern hallte im Treppenhaus nach. Popcorn auf Spanisch. Diana musste schmunzeln. Sie trat ein und rief: Hallo, Raphael, ich bin da. Bemerkte bald die Flecken auf dem Linoleumboden und dachte, der Kaffee wäre übergekocht. Ein Lämpchen am Ofen leuchtete. Das Knattern kam vom Suppentopf auf der Herdplatte. Im Wohnzimmer stockte ihr Atem beim Anblick der blutverschmierten Zeichen auf der weißen Tapete. Kreuze, Buchstaben.
Die Klänge einer spanischen Gitarre übertönten jetzt das Knistern, Knacken in der Küche. Dann entdeckte sie den Kadaver des enthaupteten Huhns. Dankeschön, wir machen eine Pause. Danke.